Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Autorenname ist Marinja und bei mir dreht sich sehr viel um das Thema Selbstliebe. Und deshalb möchte ich dir heute 5 Tipps für deinen Alltag mitgeben, wenn du anfängst, dich selbst lieben zu lernen, was du da machen kannst und wie du Selbstliebe in deinem Alltag integrieren kannst. Wenn wir Selbstliebe lernen möchten, dann heißt es ja auch, dass wir jetzt das Gefühl haben, zu wenig Selbstliebe in unserem Alltag zu haben. Und Selbstliebe wirkt sich auf unser gesamtes Leben aus. Also wenn wir das mal ein wenig erforschen, dann merken wir, dass das Thema Selbstliebe der zentrale Punkt ist, von wo aus wir alles entscheiden. Welchen Partner wir haben, welche Menschen wir um uns haben, welchen Job wir haben, welchen Wert wir uns geben. Und deshalb ist es für mich in meinem Leben ein Hauptzentralpunkt geworden, mich um meine Selbstliebe zu kümmern. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass wir, wenn wir uns zu wenig selbst lieben, zu sehr für Dinge offen sind, die uns schaden und nicht gut tun und zu wenig für die Dinge offen sind, die uns eigentlich nähren, stärken und gut tun und die wir eigentlich auch lieben. Und wenn wir uns selbst lieben lernen möchten, dann ist es eben genau diese Aufgabe von uns selbst, das umzuswitchen und eben mehr für die Dinge offen zu sein, die uns stärken, nähren und gut tun und uns den Dingen zu verschließen sogar, würde ich sagen, die uns eben schaden und nicht gut tun. Und heute gebe ich euch 5 praktische Einsteigertipps mit auf euren Weg, um eben Selbstliebe für euch zu Hause zu üben und in euer Leben zu integrieren. Das, was sehr wichtig ist, wenn wir noch ein Leben haben, wo wir ganz viel machen, was wir eigentlich gar nicht machen wollen und sehr vielen Sachen nachgehen, wo wir spüren, eigentlich möchten wir das gar nicht. Da habe ich einen Tipp, der mir geholfen hat, anzufangen. Und dieser Tipp ist, 30 Minuten in deinem Leben am Tag für dich selbst zu investieren. Das heißt, du eignest dir eine Gewohnheit an, wo du eben sagst, eine halbe Stunde am Tag gehört ab jetzt mir. Das ist auch, man kann das auch nennen, von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung. Also diese 30 Minuten sind der Anfang von deinem neuen Leben. Je nachdem, wie weit du da gehen willst. Dem einen reichen 30 Minuten am Tag, dem anderen reichen 5 Minuten am Tag, der nächste braucht 60 Minuten am Tag. Aber so im Schnitt würde ich jetzt sagen, dass 30 Minuten ein guter Start sind, um auch diese Wirkung von diesen 30 Minuten zu spüren und auch wirklich zu merken, wie sich dein Leben verändert, wenn du 30 Minuten am Tag nur mit dir selbst und für dich selbst verbringst. Und innerhalb dieser 30 Minuten würde ich dich auch bitten, dass es eben nicht darum geht zu lesen, Fernzusehen, den Laptop anzuhaben, das Handy anzuhaben, sondern es geht darum, dass du in den 30 Minuten alles ausmachst oder weglegst und in einem Raum bist, wo es wirklich ruhig ist, wo du ungestört bist oder wo du auch wirklich darum bittest, dass du ungestört sein möchtest, also dass du deine Familie oder die Menschen, mit denen du zusammen wohnst, darauf hinweist und dass du auch wirklich sagst, die nächsten 30 Minuten möchte ich nicht gestört werden. Und das ist auch schon wieder Selbstliebe, eben dass du dir erlaubst, darum zu bitten, deine Ruhe haben zu dürfen. Und innerhalb der Zeit kannst du dich einfach hinlegen und die Augen schließen und einfach mal in dich spüren. Für den einen ist vielleicht auch Meditation schon etwas, wo wir sagen können, hey, ja, das will ich mal probieren. Aber wenn du jetzt ein Mensch bist, der sagt, ich will nicht meditieren, dann kannst du dich auch einfach hinlegen und so die Augen schließen und einfach da sein. Der nächste Tipp ist, räume dir morgens Zeit für dich selbst ein. Und wenn es nur 5 Minuten am Tag sind, gönne dir auf irgendeine Art und Weise eine Zeit, wo du spürst, das stärkt mich morgens, wenn ich aufgestanden bin. Also wenn wir uns sehr wenig achten und wertschätzen, dann ist es oft so, dass wir von der Nacht in den Tag fallen, ohne es wirklich zu merken. Und ein Mensch, der sich selbst liebt, achtet darauf, dass er bewusst in den Tag startet und dass er sich auch bewusst morgens entscheidet, wie er diesen Tag verbringen möchte, was er an diesem Tag machen möchte,
und wie er auch gefühlsmäßig in den Tag starten möchte. Er richtet sich sozusagen aus und horcht erstmal in sich, wie er sich fühlt, wie er geschlafen hat, wie es ihm geht und entscheidet sich dann auch bewusst für das Leben an diesem Tag. Und was mir auch immer, früher habe ich immer gemacht, ich habe das nie aufgegeben, ich habe immer in meinem Leben gefrühstückt. Mir war diese Ernährung immer wichtig, die ich für mich gefunden hatte. Und ich habe gemerkt, es tut mir immer gut, wenn ich eben morgens Zeit habe zu frühstücken, mir etwas selber zum Essen zuzubereiten. Das ist ja auch Selbstliebe, wenn wir für uns kochen und wenn wir für uns etwas zubereiten. Und ich war auch immer gestärkter von dem Essen. Und deshalb finde ich es enorm wichtig, dass wir uns eben auch diese Zeit gönnen und uns für uns selbst Frühstück vorbereiten. Dann, was ich dir auch mit auf den Weg geben kann, ist, tu einmal am Tag etwas, was dir persönlich gut tut. Also versuche eine Handlung auszuführen, wo du spürst, das tut mir gut. Sei es eine Verwöhnung für deinen Körper, dass du irgendetwas machst, was dir körperlich gut tut, was dir seelisch gut tut. Wir alle tragen ein Gefühl davon in uns, dass uns etwas Bestimmtes gut tut. Und wenn du da etwas hast, was dir gut tut, dann integriert das in deinen Alltag. Und das müssen nicht Stunden sein, sondern da reichen schon 5 bis 10 Minuten am Tag. Aber versuche das, was du so gerne machst, jeden Tag ein klein wenig zu machen. Und wenn du es nicht jeden Tag schaffst, dann horch einfach in dich hinein, wie oft du es denn schaffst. Und dann mach das. Ein unglaublich wichtiger Tipp, wenn wir uns selbst lieben lernen möchten, ist, Menschen in dein Leben zu integrieren, die dich inspirieren und stärken. Wenn wir uns zu wenig selbst lieben, verbringen wir gerne die Zeit mit Menschen, die uns eigentlich überhaupt nicht gut tun. Und wir alle spüren das auch. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann spüren wir genau, wer uns gut tut und wer uns nicht gut tut. Und ein Mensch, der sich selbst lieben lernt, achtet darauf, dass er die Zeit, die er hat, weil es eine wertvolle Lebenszeit ist, mit Menschen verbringt, die ihm gut tun. Und das heißt auch überhaupt nicht, dass die anderen Menschen schlechter sind, sondern es geht darum, dass wir alle einfach verschiedene Wesen und Menschen sind und verschiedene Sensibilitäten, verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Gewohnheiten und einen verschiedenen Charakter. Und das ist auch vollkommen okay. Und deshalb ist es einfach nur wichtig, dass wir uns selbst kennen, dass wir wissen, was uns gut tut, was nicht, was uns interessiert, was nicht. Und dann eben dementsprechend aussuchen, mit was wir uns umgeben möchten am Tag. Und ich meine damit auch nicht nur die Menschen in deinem physischen Leben, sondern eben auch Menschen in Form von guten Büchern, in Form von nährenden Videos, in Form von nährenden Filmen. Hier kannst du überall frei entscheiden, mit welchen Menschen du deine Zeit verbringen möchtest. Aber natürlich auch in deinem nahen Umfeld kannst du nach und nach schauen, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir und deinem Herzen gut tun. Und der letzte Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, dass du anfängst, einen liebevollen Umgang zu dir selbst zu pflegen. Wenn du noch in einem Umfeld bist, wo du vielleicht merkst, dass alle Menschen immer grob reagieren auf etwas, was, wenn sie vielleicht selbst einen Fehler gemacht haben, wenn ihnen etwas runtergefallen ist, dann kannst du daraus schließen, dass sie sehr streng und hart zu sich selbst sind. Und wenn du aber ein Mensch bist, der quasi sagt, ich möchte aber lernen, liebevoller zu sein, dann fang an. Es ist nämlich nur eine Gewohnheit, so mit sich umzugehen und es ist auch eine Gewohnheit, eben liebevoller zu sich selbst zu sein. Und wenn du dir mal die Frage stellst, was das eigentlich für einen Sinn hat, wenn uns zum Beispiel etwas runterfällt und wir verurteilen uns dann oder reden uns selber blöd an, was soll das für einen Sinn haben? Also im Endeffekt, wenn man mal ein paar Minuten sich Zeit nimmt und darüber nachdenkt, dann merkt man, dass es keinen Sinn hat. Es ist einfach nur eine unbewusste Gewohnheit, sich selbst für einen Fehler, der nicht mal ein Fehler ist, der einfach in 2 Minuten wieder weggeräumt ist oder so, schlecht zu machen oder niederzumachen. Es ist einfach eine negative Gewohnheit, die du verändern kannst. Es geht allgemein in einem Leben, wo du dich selbst liebst, darum, dass du anfängst, innerlich, aber dann auch äußerlich, liebevoll und gut mit dir selbst zu sprechen. Und dass du am Tag liebevoll zu dir bist.
Und du kannst dir auch zum Beispiel, das mache ich immer, wenn ich morgens Yoga mache und die Yoga-Session abschließe, dann umarme ich mich und dann sage ich mir, dass ich mich liebe. Und das ist schön. Und am Anfang wirst du dich vielleicht ein bisschen komisch fühlen, weil wir eben gelernt haben, dass das nur von außen zu uns kommt und wenn da keiner ist, dann sagt es uns auch keiner. Aber du wirst irgendwann merken, wie gut das tut, dass du der Mensch bist, der dir das sagt. Und dass du selbst bestimmen kannst, wann du das hörst. Und genauso ist es mit allem anderen. Du kannst sagen, ich bin stolz auf mich. Du kannst sagen, das hast du gut gemacht. Du kannst sagen, hey, mir ist zwar jetzt dieser Fehler passiert, aber das ist vollkommen okay und wir machen das jetzt wieder weg und dann ist es wieder erledigt. Und du wirst merken, wie gut es tut, so einen Umgang zu dir selbst zu haben. Jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch. Ich habe ja mein Buch Mein Sommer am Steg, wenn wir der wahren Liebe begegnen, veröffentlicht. Und das Buch kommt auch im Januar in die zweite Auflage. Und jetzt gibt es das E-Book für 28 Tage für 4,99 €. Und der reguläre Preis kostet 14,99 €. Also ich finde, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt das Buch lesen, dann ist doch jetzt der beste Moment, um es euch zu gönnen und euch zu schenken. Denn für 4,99 € wird es das Buch wahrscheinlich später nicht mehr geben. Und jetzt habt ihr eben diese Gelegenheit. Und das wollte ich euch heute noch schenken und mit auf den Weg geben. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude beim Selbstliebeüben und bis zum nächsten Video.